willkommen zu einem neuen Minecraft PlayStation und 3 Projekt. Und zwar ist das hier das Skyblock Let's Play, was ich auf meiner Facebook-Seite angekündigt habe. Wenn ihr das wollt, werde ich das natürlich weitermachen. Und das Hardcore Let's Play wird dann auch noch weiterkommen natürlich auch. Und wir sind hier ja oben im Himmel, deshalb auch Sky. Und wir sind auf dieser Plattform hier und wir müssen... Geht's mal um den Seed der Woche. Ab sofort werde ich einmal in der Woche so ein Seed der Woche Video hochladen. Und ich laber nicht groß rum, ich gehe direkt auf den Seed ein. Und zwar, hey, Seth, die Saddlecat oder Saddlecat, wie man das mal aussprechen mag. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem 19.000 Abonnenten Special, aka Roomtour Special. Ich habe vor einigen Tagen die 19.000 Abonnenten geknackt, wofür ich mich erstmal recht herzlich bedanken muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Außerdem steht im Artikel, dass sie Crossplay ermöglichen wollen, also Cross-Plattform-Play. Das heißt, wenn die Windows 10 Edition rauskommt, können sie sofort zusammen mit der Minecraft Pocket Edition spielen. Haben wir die 40.000 Abonnenten erreicht? 40 fucking 1000 Abonnenten. Eine 4 mit 4 Nullen hinter. Das ist... Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Was war gemein? Ich wollte über dich schießen, kein Spaß. Du bist doch echt ein Arschloch. Damit habe ich schon Erfahrung gemacht, keine Ahnung, habe ich schon gewöhnt. Ich wurde schon öfters von meinem Teamkollegen verprügelt. Was machen die denn hier überhaupt? Denn es ist mein erstes Video mit Facecam, jetzt ist endlich mal meine Fresse oben im Bild drin. Und ja, es hat einige Zeit gekostet oder gedauert, erst diesen Schritt gewagt habe mit Facecam. Ich war mir immer so unsicher, ob ich das wirklich machen will. Irre. Ich auch! Okay, nochmal. Schnick. Schnack. Schnuck. Stein. Ich auch. Schnick. Schnack. Schnuck. Stein. Ey, Digga, dein Ernst? Hier macht ihr oben Screenshot. Ja, okay, komm her. Oh mein Gott. Es ist soweit, Freunde, der Battle Mode ist endlich draußen. Ihr seht schon an dieser Minispielabteilung und wir werden jetzt gemeinsam den Battle Mode anzocken, eine Runde spielen. Und egal wie diese Runde ausgehen wird, es ist meine erste, deshalb darf ich das. Ich hab's nur mal eben kurz angezockt, wie das Ganze aussieht. Und es ist meine erste, ich darf diese Runde verlieren. Und wir werden das jetzt einfach mal gemeinsam anspielen. Und das war's auch schon, Leute. Und Kaping. Warte, was war das? Kaping. Nochmal bitte. Kaping. Alles klar. Heute möglicherweise ein Start einer neuen kleinen Tutorial-Bauserie auf meinem Kanal, denn heute dachte ich mir, euch einfach mal drei coole Dinge zu zeigen, die man tatsächlich in Minecraft bauen kann. Müssen wir jetzt hier mit der Schere? Nein! Jetzt können wir eine Truhe suchen, oder was? Ach du Scheiße. Oh, bitte sei nicht so tief. Dass Sony selber das Crossplay mit den ganzen Plattformen, das heißt Switch Edition und Xbox Edition und Windows 10 Edition und Pocket Edition, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, aber mit diesen ganzen Plattformen abgelehnt haben sollen. In diesem Livestream in 16 Tagen wird also bestimmt von uns, der Community, welches Mob neu eingeführt wird. Natürlich haben wir jetzt aktuell nur Fotos, aber trotzdem kann man daraus schon das ein oder andere schließen. Geiz! Aus! Was? Der Gaming Guides auf YouTube! Was, der ist im Livestream! Hä? Der 100.000 Abonnenten Gaming Guides! Der YouTuber! Was ist denn? Der ist im Livestream! Was ist denn dabei? Was ist los? Der YouTuber so. Gaming Guides Day! Der ist im Livestream! Was? Die Fackel einfach ausleuchtet. Ui. Wow. Mit Kampfsystem. Alter. Ja, ihr seht richtig, Pandas in groß und in klein mit sehr süßem Nieseffekt werden also bald in Minecraft verfügbar sein. Diese ernähren sich vom Bambus, dem neuen Block bzw. dem neuen Item. Wo wird man sich. Der Moment dabei ist gekommen. Wir heben das Plättchen hier weg.
Alter Finne. Vor einigen Minuten ist das große Aquatic-Update auf der Konsolenversion von Minecraft erschienen. Während die Sony-Spiele unter uns bereits schon spielen dürfen, erscheint das Update auf der Xbox und auf der Wii U erst heute Abend oder morgen früh. Oh Freunde, wie haben wir das zum Teufel nur überlebt? Und damit recht herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem brandneuen Projekt auf meinem Kanal GamingGuides.de namens Minecraft Ocean. Willkommen bei den Vampiren. Oh ja, der Jokecraft ist auch dabei in der ersten Folge. Hallöchen. Hi, hallo zusammen. Hi. Ja, ich verstehe dich absolut. Ich musste meine Augen auch das ein oder andere Mal reiben, ob ich nicht gerade wirklich, also ich gerade überhaupt richtig sehe, aber dem scheint tatsächlich so. Aber trotzdem vorher natürlich erst einmal willkommen, meine lieben Freunde, zu der, naja, zweiten News-Folge am heutigen Tage oder Abend, könnte man eigentlich sagen. Ach Mann, was passiert hier gerade? Also wenn das hier gleich wirklich ein Fight wird, dann frage ich mich zwei Dinge. Hallo Fabo. Und wir starten heute quasi in die erste Staffel mit der ersten Folge von Minecraft Newsflash. Das wird ab sofort jeden Sonntag erscheinen und das ist eine größere, spannendere, vielfältigere Minecraft News-Serie, die ich so starten wollte auf meinem Kanal. Denn auf dieses Video, auf das, was ich heute sagen und zeigen werde und das, was schlussendlich dabei rauskommt, habe ich schon mehr als 2 Jahre drauf gewartet. Und auch, ich stehe wirklich komplett dahinter, was ich heute zeige und sagen werde und auch sagen, wann PlayStation 4 Bedrock kommen wird. Sympathisch, man kann sich unterhalten.